بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، im heutigen Unterricht machen wir inshallah weiter mit der Unterrichtsreihe der Hadith-Lehre, und wir befinden uns im vorletzten Unterricht. Das heißt, nächste Woche inshallah beenden wir dieses Buch, dieses Gedicht, inshallah. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin. Derjenige, der dann davon profitiert, der hat auf jeden Fall Grundlagenwissen mitgenommen, was ihn auf jeden Fall weiterhelfen wird. Der Autor, rahimahullahu ta'ala, heute machen wir die Strophen 26 bis 29. Der Autor, der sagt: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. Der Autor, rahimahullah ta'ala, der spricht jetzt über eine bestimmte besondere Sorte von Teilbereich der Hadith-Lehre, und zwar Al-Mudraj. Al-Mudraj. Und Al-Mudrajat, Al-Mudrajat hier in der Strophe, das ist die Mehrzahl. Und Al-Mudraj ist die Einzahl. Erstmal, was ist Al-Mudraj? Das ist im Hadith eine zusätzliche Information durch den Überlieferer, entweder in der Kette oder im Quelltext, was nicht ursprünglich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder von Gefährten ist. Bedeutet, was wir wissen, dass ein Hadith immer aus zwei Sachen besteht. Entweder aus einer sondern sie besteht aus einer Überlieferungskette. Das sind die Überlieferer, die sozusagen voneinander überliefern, bis zum letzten Überlieferer, dem Gefährten, also dem Sahabi, und der berichtet dann über die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und manchmal hat man zwischendurch, entweder in der Kette selbst, gibt es von bestimmten Überlieferern zusätzliche Informationen, die dann hinzugefügt werden. Oder auch im Hadith wird ein Bericht zum Beispiel getätigt, und dann kommt eine Hinzufügung von dem Überlieferer selbst, was nicht ursprünglich von der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam stammt oder vom Gefährten ist. Beispiele sind, wenn zum Beispiel der Überlieferer ein Wort von sich selbst erklärt. Manchmal hat man so, dass es bestimmte Wörter gibt, die dann nochmal hinzugefügt werden in seiner Aussage, die er dann überliefert. Und diese Hinzufügung durch ihn selbst, durch den Überlieferer selbst, verdeutlicht nochmal, was diese Aussage eigentlich bedeutet, die er überliefert. Und wenn die Wortlaute der Überlieferer im Hadith oder in der Kette vorkommen, beziehungsweise verbunden sind, bedeutet, ohne dass deutlich gemacht wird, dass es vom Überlieferer selbst hinzugefügt wurde. Also das ist nicht es wird nicht deutlich gemacht, dass es vom Überlieferer selbst hinzugefügt wurde. Und da gehört natürlich was, eine bestimmte Kenntnis, um das herauszufinden. Wir natürlich machen das jetzt hier informativ, um zu wissen, dass es sowas gibt. Und da kehrt man dann zu den Rechtsgelehrten zurück, die dann dazu diese Sachen analysiert haben. Ein Beispiel. Was Sahih Muslim in Kapitel 1 auf Seite 139 überliefert. Da wird die Aussage getätigt von Az-Zuhri. Da wird erwähnt: فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ يَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ الْلَيَالِي أُولَاتِ الْعَدَدِ. Das heißt, der Überlieferer berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich in der Höhle Hira zurückgezogen hat. Und dann wird ein Wort erwähnt, das heißt يَتَحَنَّثُ فِيهِ. Und dieses Wort يَتَحَنَّثُ, danach kommt
kommen dann zwei Wörter, dieser Zusatz oder diese zwei Wörter sind ein Zusatz vom Überlieferer selbst nochmal und nicht vom Bericht über den Propheten oder von der Aussage des Gefährten. Das muss man unterscheiden. Und wenn jetzt diese Hinzufügung jetzt nicht wäre, zur Verdeutlichung, würde eigentlich dieses Wort yatahannath, dieses Wort, würde im Arabischen Sünde bedeuten. Aber durch die Hinzufügung von Az-Zuhri ist ein Überlieferer in der Kette, verdeutlicht durch seine Hinzufügung, durch seine zusätzliche Erklärung, und er sagt, und damit ist gemeint nicht sozusagen die Sünde, sondern die Anbetung. Der Prophet hat sich zurückgezogen in dieser Höhle, um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten und nicht die Sünde zu begehen. Das ist wie zum Beispiel, wenn ein Quelltext beispielsweise vom Koran existiert und neben den Versen werden noch zusätzliche Wörter hinzugeschrieben oder zwischen den Wörtern des Verses wird zum Beispiel in Klammern ein Wort geschrieben, um nochmal den Zusammenhang, den Kontext besser zu verdeutlichen oder die einzelnen Wörter besser zu erklären, damit man den Zusammenhang versteht. Und sowas Ähnliches ist das jetzt auch hier in den Überlieferungen. Genauso ist das auch in den Überlieferungen. Und das nennt man hier dann Al-Mudraj. Was ist das Urteil vom Mudraj? Was ist das Urteil vom Mudraj? Und hier müssen wir natürlich herausfinden, hier müssen wir natürlich aufpassen, weil nicht, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bestimmte Wörter zuschreibt, die er gar nicht gesagt hat. Und das ist auch in manchen Überlieferungen, wie zum Beispiel in einer Überlieferung von Abu Huraira. Da wird zum Beispiel eine Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Und ein Teil dieses Quelltextes, die ist von Abu Huraira und nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst. Und das ist natürlich eine größere Analyse, aber das ist ein Beispiel, um das zu verstehen. Das Urteil davon, solange die Hinzufügung eine Erklärung und Verdeutlichung ist, wie in dem Beispiel bei Imam Muslim, da berichtet ja Aisha radiallahu anha, dass der Prophet sich zurückgezogen hat und Az-Zuhri, sozusagen paar Überlieferer, sozusagen davor, entweder ein oder zwei davor, müssen wir jetzt nochmal genauer die Kette analysieren. Der verdeutlicht nochmal dieses Wort, was Aisha berichtet, radiallahu anha, und fügt noch hinzu, und das ist die Anbetung, diese Hinzufügung, wa huwa ta'abbud, um nochmal dieses Wort eindeutig zu definieren. Genau. Wie es in der Überlieferung von Az-Zuhri und Aisha beispielsweise gerade erwähnt wurde, und es widerspricht nicht der Überlieferung an sich selbst, diese Hinzufügung, dann kann man das so lange nehmen. Dann ist es kein Problem. Dann ist es sozusagen so eine Art dann die Erklärung des Gelehrten, eine Interpretation des Gelehrten, um nochmal die er dann sozusagen, um einen Schlüssel zum Verständnis zu haben. Wenn das aber die Bedeutung ändert oder ein Urteil bestätigt, also wenn ein Hukm, ein neues Urteil damit abgeleitet wird, so kann man es nicht direkt nehmen. So kann man das natürlich an sich jetzt nicht direkt nehmen, bis man einen genaueren, einen deutlichen Beweis hat. In der nächsten Strophe sagt der Autor: وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ عَنْ أَخِيهِ مُدَبَّجٌ فَعَرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِخْ. Der Rechtsgelehrte, der spricht jetzt über Al-Mudabbaj. Das sind jetzt natürlich Begriffe, Fachbegriffe, die man eventuell jetzt noch nie gehört hat. Aber wenn man das natürlich langsam was macht und dass sich die wichtigsten Informationen aufschreibt, inshallah, vielleicht wird der eine oder der andere diese Begriffe nie wieder hören. Allahu alam, aber natürlich ist das für den Schüler des Wissens alles, was er an Wissen, neuem Wissen bei ihm hinzukommt, so soll er Allah subhanahu wa ta'ala dafür danken. Was ist Al-Mudabbaj?
Al-Mudabbaj bedeutet, wenn zwei Überlieferer voneinander überliefern, die gleich im Alter sind oder vom gleichen Lehrer genommen haben. Beispiel: Ich überliefere von jemandem gleichen wie mich eine Überlieferung. Es gibt jetzt zwei Überlieferungen. Ich überliefere eine Überlieferung von meiner Kette. Ich habe eine Kette zum Beispiel. Beispielsweise die Überlieferung wahrlich, die Taten entsprechen den Absichten. Und ein anderer hat eine Kette, der im gleichen Alter hat, ist oder wir den gleichen Lehrer haben. Der überliefert eine Überlieferung von seiner Kette aus. Allah akzeptiert nicht das Gebet von einem von euch, wenn er im Hadath ist, bis er Wudu macht. Was passiert jetzt? Wir haben uns jetzt getroffen. Er nimmt die Überlieferung von mir, die ich mit meiner Kette überliefere, und ich nehme von ihm die Überlieferung, die andere Überlieferung, die wir jetzt gerade genannt haben, die zweite. Allah akzeptiert nicht das Gebet bis zum Ende. Ich überliefere dann diese Überlieferung von ihm mit seiner Kette. Also es findet sozusagen ein Austausch statt, da wir im gleichen Alter sind oder vom gleichen Lehrer genommen haben. Nur er hat eine andere Überlieferung und ich habe eine andere Überlieferung. Und wir fangen dann sozusagen an, sozusagen die Überlieferung, die er hat, die überliefere ich dann von ihm. Und die Überlieferung, die ich habe, die überliefert er dann von mir. Die überliefert er dann von mir. Es kann natürlich aber auch sein, das sind jetzt hier zwei verschiedene Überlieferungen. Es kann natürlich aber auch sein, dass dieselbe Überlieferung von zwei gleichen überliefert wird, nur der Weg zu ihnen ist anders. Also das heißt, eine Überlieferung, es gibt eine einzige Überlieferung, die hat aber mehrere Ketten. Was passiert jetzt? Dann kann es sein, dass dieselbe Überlieferung von zwei gleichen dann überliefert wird, nur der Weg zu diesen beiden Überlieferern, die im gleichen Alter sind oder vom gleichen Lehrer genommen haben, anders ist. Und das ist auch sehr häufig. Und das findet man dann auch in den Büchern der Überlieferer, dass sie sagen, und seine Überlieferung von Person X ist von der gleichen Überlieferung der anderen Person. Das heißt, dass er mit ihm im gleichen Alter ist oder vom gleichen Lehrer genommen haben, sodass jeder vom anderen überliefert hat. Was ist das Urteil, dieser Art von Überlieferungen? Diese können natürlich authentisch sein, schwach oder gut sein. Also entweder sahih, da'if oder hasan. Und es hängt davon ab, wie der Zustand der Überlieferungskette an sich ist. Also as-Sanad. Das kommt darauf an. Manchmal hat man auch zum Beispiel, es gibt auch Überlieferungsketten oder Überlieferer, weil man denkt ja, okay, der Schüler überliefert von seinem Lehrer. Es gibt aber auch Situationen in der Kette, wo der Lehrer vom Schüler überliefert. Sogar andersherum gibt es auch. Und das sind halt so spezielle Zustände, weil eigentlich der normale Zustand ist, dass es einen Lehrer gibt und er hat seine Schüler und er gibt seine Überlieferungskette dann sozusagen weiter. Und eine von diesen besonderen Arten ist zum Beispiel dann auch Al-Mudabbaj. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagt im nächsten: Muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa dhidduhu fima dhakarna. Er spricht jetzt hier über zwei Begriffe, einmal Al-Muttafiq und einmal Al-Muftariq. Und diese Unterteilung betrifft nur die Kette der Überlieferung. Das ist ein Hinweis. Das betrifft nur die Kette, das betrifft nicht den Matn, also nicht den Quelltext. Der Autor hat hier zwar zwei Unterteilungen gemacht, Al-Muttafiq und Al-Muftariq, aber das ist im Grunde genommen eigentlich eine Einteilung. Eine Einteilung oder Unterteilung. Und das ist, wenn der Name eins ist, jedoch werden mit dem gleichen Namen zwei oder mehr Überlieferer genannt. Was heißt das denn? Beispiel: einer überliefert von drei verschiedenen Leuten. Eine Person überliefert von drei verschiedenen Leuten und alle heißen Khalil. Alle heißen Khalil. Jedoch gibt es Khalil ibn Ahmad, Khalil al-Qadi, Khalil ibn Ismail ibn Ahmad. Aber alle heißen Khalil. Und das bedeutet, wenn der Name eins ist, jedoch werden mit dem gleichen Namen zwei
oder mehr Überlieferer genannt. Also es können auch zwei andere sein, die ihr Khalil heißen. Und das findet man zum Beispiel auch bei Sahih al-Bukhari, gleich bei der ersten Überlieferung, die Überlieferung Innamal a'malu binniyat, die Überlieferung von Umar ibn al-Khattab, wahrlich die Taten entsprechen den Absichten. Und da wird in der Kette erwähnt, Haddathana Sufyan, uns erzählte oder überliefert Sufyan. Und da steht nur Sufyan. Aber mit dem der Name Sufyan, damit können zwei verschiedene bekannte große Gelehrte in der islamischen Geschichte gemeint sein. Entweder Sufyan al-Thawri oder Sufyan ibn Uyayna können damit gemeint sein. Und das ist hier damit gemeint. Also sie haben den gleichen Namen, aber damit, der Name ist eins, jedoch werden mit dem gleichen Namen zwei oder mehr Überlieferer genannt. Das heißt, die Übereinstimmung ist wörtlich, also muttafiq, das Wort muttafiq hier, das bedeutet übereinstimmend. Also wo stimmen sie überein, diese Begriffe? In dem Wort Khalil. Alle heißen Khalil. Und schriftlich bezüglich des Namens. Auch ja. Also das heißt wörtlich und schriftlich. Da steht überall in der Kette Khalil. Oder wie zum Beispiel, was ich jetzt gerade ein reales Beispiel gebracht habe, Sufyan. Jedoch sind die Muftariq bedeutet hier unterschiedlich. Also unterschiedlich und Muttafiq ist übereinstimmend und Muftariq bedeutet verschieden. Jedoch sind sie bezüglich der Person natürlich was verschieden. Wenn beide oder mehr, also was ist jetzt das Urteil von so, also von solch einer Überlieferung? Wie finden die Rechtsgelehrten heraus, welche Person das genau das ist, welche Person es genau es ist? Also wenn beide oder mehr alle vertrauenswürdig sind, dann spielt es keine Rolle und die Überlieferung ist authentisch. Also wenn alle diese Überlieferer bekannte, vertrauenswürdige Menschen gewesen sind, dann spielt das an sich ja keine Rolle. Haben beide unterschiedliche Einstufungen, so kann weder authentisch noch schwach gesagt werden. Also man kann nicht diese Einstufung vornehmen, bis die Einstufung klar ist, wer das ist. Und damit man zum Beispiel genau weiß, wer das ist, anhand eines Beispiels wie die Überlieferung, die erste Überlieferung, die Al-Bukhari nennt, von Innamal a'malu binniyat, so weiß man das zum Beispiel, welcher Sufyan ist es jetzt genau? Da schaut man, wer kommt nach ihm und wer kommt vor ihm. Also wer sind seine Lehrer und wer sind seine Schüler? Und dann gibt es in der Hadith-Lehre dann eine Art Wissenschaft, wo man ganz genau weiß, wer sind die Schüler dieser Person gewesen? Und wenn man dann ein und da kann man eindeutig definieren, nur bestimmte Personen haben von dieser Person überliefert. Und wenn es dann diese Person ist, dann kann man sagen, aha, das ist Sufyan ibn Uyayna, das ist diese Person, das ist diese spezifische Person oder das ist die andere Person, je nachdem. Oder man schaut auf die Lehrer, die er hatte. Weil nicht jeder hatte die gleichen Lehrer und nicht jeder hatte die gleichen Schüler. Und so, als Beispiel, findet man über diesen Weg mal heraus, findet man dann heraus, wer die Person dann ist. In der nächsten oder in der letzten heutigen Strophe sagt der Autor rahimahullah, muttafiqul khatti faqat, muhtalifu fakhshal ghalat. Und da spricht er dann jetzt über hier Al-Mu'talif und Al-Mukhtalif. Und hier ist es so, dass die Namen der Überlieferer sind schriftlich, also wenn man das lesen würde, sind sie gleich. Und das habe ich anhand eines Beispiels hier. Diese zwei Wörter, vergiss mal das Wow hier da drinne, sondern schaut euch nur diese beiden Wörter an und lasst die Punkte weg. Wenn ihr die Punkte weglasst, dann seht ihr, dass die Buchstaben alle 1 zu 1 sind. Aber durch die Punkte, die hinzugefügt werden, bei Ba zum Beispiel oder bei dem Ja, hießen zwei Punkte, hieß ein Punkt. Und früher hat man die arabische Schrift ohne diese Punkte geschrieben.
Das ist dann später hinzugefügt worden. Dadurch geschieht was? Weiß man nicht, welcher Name hier eigentlich steht, wenn man jetzt nicht der arabischen Sprache mächtig ist. Und hier sprechen sie dann die Gelehrten von Al-Mu'talif und Al-Mukhtalif. Das heißt, die Namen der Überlieferer sind eigentlich schriftlich gleich. Jedoch, wenn man sie liest, dann werden sie anders ausgesprochen. Beispiel: Ayyash und Abbas. Abbas und Ayyash. Und wenn man die Punkte, wie gesagt, wenn man sie weglässt, dann würde man jetzt nicht wissen, was da eigentlich da genau steht. Und das Wort ist schriftlich ohne Vokalisierung gleich. Jedoch mit der Vokalisierung werden sie dann verschieden ausgesprochen. Und damit kommen wir, inshallah, zum Ende. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir oder es Shaitan? Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.